Hey Leute, herzlich willkommen zur nächsten Runde 7 Days to Die. So, wir wollen hier gerade nochmal die zweite Fackel in unserer Mine anbringen. Damit wir auf der Seite auch ein bisschen besser gucken können. Irgendwo da hinten ist ja auch schon, glaube ich, ein bisschen eingestürzt. Ne? Da könnten wir da noch eine Säule machen. Da knallen wir da noch eine Fackel hin. Lalala, die hängt also da. Warte mal. Ja, ist schien in derselben Höhe. So, jetzt können wir hier schon mal ein bisschen hacken. Naja, dann für die Piken ziemlich viel Eisen brauchen, um die abzugraden. Also ich will natürlich schön für die nächste Zombie-Nacht alles schon in Eisenpiken haben. Ja, der nächsten Tag. Ja, kurz in die Base, ein bisschen was organisieren. Natürlich wieder Eisen im Forge an den Start bringen und dann werden wir die Zombie-Falle bauen. Also erstmal Lehmschaufeln zum Upgraden. Wir könnten eigentlich so nebenbei schon mal ein paar neue Rahmen machen. Dann werden wir wahrscheinlich auch schon wieder neues Eisen brauchen. Hier kann ich mal so gucken, was ich hier in der Nacht alles so ausgegraben habe, wo ich immer nichts sehen konnte. Mal sehen, ob wir diese Nacht auch so in Ruhe durchhämmern können. Die letzte ging das ja ziemlich gut. Ey, warte mal. Ey, ich hab doch Kaffee, ey. Ah! Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, es ist Sand auch schon nur noch zwei. Aber nee! Da könnten wir endlich mal die Schaufel hinpacken. Schnell mit der Pike weg. Und dann hoffe ich wirklich, dass wir auch noch Zeit ein bisschen zum Looten haben. Schon alleine, um einen Branch zu bekommen, dass wir die Werkbank uns bauen können. Oh, 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 oh. Ja, es wird hier irgendwie mal Zeit für eine Säule. Ist hier überall Stein? Bin mal gespannt. Oh, wie viel will sich so kommen? Nö, noch nicht. Ja, da ist gestützt. Hier ist der Stein. Die sind fertig. Komm, hier mal eine Säule bauen. Mal 8 hier. Setzen wir die hier auf den Stein. Oder da. Ist da auch schon ein Stein? Ich kann es nicht so gut sehen. Nö, nee, da ist noch Eisen.
Da komme ich schon nicht mehr ran. Ganz kurz orientieren. Da ist Sand. Und da müsste aber noch wieder ein bisschen Eisen kommen. Ey, Quatsch. Die wollte ich. Ja, da ist noch Eisen. Ja, immer noch Eisen. Nee, aha, wir sind beim Leben angekommen. Das war natürlich viel zu lange. Zack, weg ist er. Was werden wir jetzt noch brauchen? 4 oder was? Da ohne? Gut, da komme ich nicht mehr ran. Kann ich schon runterplumpsen? Ja. Ein Bräuner. So, jetzt ist gut gestützt. Ist aber auch düster hier. Lalala, Alter, wie tief muss ich noch runter, bis ich hier wieder rauskomme? Nee, das Eisen. Da haben wir das Loch gefunden. So, dann haben wir das jetzt hier erstmal abgestützt. Da können wir eigentlich gleich die nächste Fackel setzen, ne? Kommen wir gleich 2.
Eine dahin. Eine dahin. Futtern für die Ausdauer, noch einen Kaffee reindrücken und weiter im Text. Nee, lieber erstmal hier oben. Nicht, dass wir hier irgendwas verlieren. Es kommt mir auch so ein bisschen so vor, als wenn sie die Eisenminen so ein bisschen gepimpt hätten, dass es deutlich mehr Eisen gibt. Das ist auch so in unserem Multiplayer-Game. Wir sind eine Mine nach unten und haben in dieser Mine auch nicht nur Eisen. In der Mine haben wir gleich alles gefunden und wir sind uns jetzt schon ziemlich sicher, dass wir eigentlich wahrscheinlich nie wieder eine neue Eisenmine, überhaupt eine Mine brauchen, weil es da so viel Erz gibt. Warte mal, könnte dann das fallen? Oh. Jetzt bin ich beinahe erwischt. Da ist schon ziemlich viel Sand. Da ist mir wieder die Ausdauer weg, aber ich glaube, jetzt gönne ich mir keinen Kaffee mehr. Ist ja auch nicht mehr lange Nacht.
Komm, ja, letzter Brocken. Na, was haben wir eingesagt? Boah, über 9000, das ist ja wunderbar. Ich könnte mir eigentlich nochmal schnell eine Kiste bauen. Die knallen wir mal dahin, dann bunkern wir hier schon mal unsere Fackeln. Ja. Lieber die Wumme nehmen, sicher, sicher. Immer wieder diese Lags. Es spawnt da irgendwas, oder? So, Home Sweet Home. Also, nee, erstmal das Wichtigste hier. Schmiede muss wieder angeschmissen werden. Also jetzt mal richtig lange durchbrutzeln hier. So, warte mal, ist hier genau. So, es war eigentlich sogar noch richtig viel auf Tech haben, ne? Ich sah auch noch welches, ne? Oh ja. Yeah. Noch fast 10.000. So, Lehm müssen wir nur noch organisieren. Jetzt haben wir hier die Stone-Axt. Wo habe ich denn meinen Clownhammer da? Den brauche ich gleich zum Upgraden. Ne, warte mal, wir haben ja hier schon vorgearbeitet. Trinken kommt jetzt da rein. Sand noch weg. Ja, Holz müssten wir dann fürs Upgraden auch nochmal besorgen. Aber genau, ich räume jetzt hier erstmal auf. So, beim Schmelzen hau ich hier auch Zement und all sowas rein und Pflastersteine und Sand und das hier. Das wär's erstmal. So, da werde ich gleich craften müssen. So, Zement erstmal da unten hin. Das hier so auf halbe. Nee, warte mal, die brauche ich. Eisen bunkern wir da. Nitrat. Und auch so Engineering zum Beispiel. Da kommt dann hier sowas zum Beispiel rein. Und die Reifen. Ja, wir haben ja auch schon eine Sprengstoffkiste, ne? Hört sich zwar blöde an, aber da packe ich auch Federn rein. Weil Sprengstoff heißt für mich immer, da ist Material zum Munition craften drin. Die Bomben da unten hin. Groben Schrot. Schwarzpulver.
So, Engineering, die Teile da unten. Ein Rad. Hätten wir das schon mal? Das lassen wir fürs Erste noch so. Ja, Medizin braucht natürlich auch unbedingt eine eigene Kiste. So, Engineering, da gehört für mich das hier auch rein, weil es alles so Crafting-Zeug ist. Papier kommt in Sprengstoff. Nähzeug kommt in Engineering-Dosen. Das Kleber. Dafür gibt es dann nochmal eine eigene Kiste. Für Fahrzeugbau. So, Papier, wie gesagt, so Sprengstoff. Na, es reicht erstmal fürs Sortieren hier. Ne, warte mal, ein bisschen Goldruder hatten wir noch, ne? Oh yeah, komm, dann setzen wir noch ein bisschen Goldruder an. Fünf Minuten. So, dann erstmal Lehm schaufeln gehen. So, Messer kann schon mal dahin. Ach so, warte mal, hier Goldrute kann erstmal wieder weg. Hier hinten hat man doch eine Lehmkuhle ausgegraben, oder nicht? Do easy. Wenn ich den Mod hätte, den Totengräber-Mod, dann wären das jetzt schon nur noch zweimal. Was für die Ausdauer tun hier? Komm raus hier. Hier noch ein bisschen Goldrute. Hey. Die nehme ich noch mit. Dann bringen wir schon mal die ersten Pflastersteine auf den Weg. Na, Lehm brauchen wir ordentlich. Müssen ja auch noch jede Menge Lehm in der Schmiede einschmelzen. Und dann werden wir dann beim Bau ordentlich leveln.
Ich wollte es nicht sagen. Du hast gehört. So, Mist, Ausdauer weg. Das ist natürlich ungünstig. Ich hätte mir doch noch einen Kaffee mitnehmen sollen oder zwei. Aber ich habe gedacht, das reicht jetzt schon beim Schaufeln. Aber nee, auch fürs Schaufeln reicht es noch nicht. So, warte mal. Es gibt 18. Es gibt, glaube ich, immer noch nicht mehr, oder? Oh doch, der reine Lehm gibt 30. Dann machen wir die einfach nur groß genug. Und dann heben wir eine zweite Ebene aus. Nee, doch nicht. Jetzt habe ich nochmal genau drauf geachtet. Das gibt genauso viel. Allerdings eben, ne, man sieht's ja. 3. Und das sind nur 2. Und das ist natürlich viel chilliger. Ein bisschen durchschnaufen hier. So, 1000 mache ich dann noch. Der Rest ist für die Schmiede erstmal. Ja, ich mach die Lehmkuhlen immer so mit, ne, so einer Kante halt, falls ich mal dann irgendwann mit dem Motorrad komme, dass ich da, wenn ich da reinfahre, dass ich da nicht hängen bleibe.
So, da wir eh durchschnaufen müssen, 1534 soll für die Schmiede erstmal reichen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, Leben zu schippen. Genug Eisen gehämmert und Leben geschippt. So, du fliegst jetzt da rüber, da kommt der Lehm rein. Komm nochmal nachfeuern, auch wenn ich das Holz natürlich gleich dringend brauche. Aber auch Holz schlage ich jetzt nicht mehr. Ach ja, ich hatte ja schon umdisponiert. Da waren meine Pflastersteine. Einmal die ganze Rutsche weg hier. Schmilzt ja eh gerade neu ein. So, und dann wollte ich ja was ausprobieren. Ne, warte mal. Schaufel brauche ich erstmal nicht. Ich werde ja Blöcke brauchen. Ob dieses eine Gitter sich da in Pflastersteine abgegradet habe, ob sich das dann jetzt in Eisen upgraden lässt oder ob ich extra die Eisengitter bauen muss. Da! Wusste ich doch. Select Horde. Bewegen die sich nicht? Jetzt. Boah, das sind ordentliche XP, wie ich mal so behaupten. Ist die eine da feral? Sieht so aus, als wenn die laufen würde. Aber schon Level up. Nächste weg. Nächste. Was? Ja, hier mit einem Schwung mal mehrere erwischen. Nehmen wir ganz gut. Gleich zwei. Muss ihr beide. Kriegt ihr auch mal mit einem, oder? Nein, scheiße. Oh, 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 sorry. Nein! Ey, was? Gibt's noch nicht mal Pfeile? Naja, wenigstens der ein. So noch kaputt. Mann, ey. Wackelt doch nicht immer so, Mann. So, das Ding hier nochmal schnell reparieren. So, und mit dieser Horde beenden wir jetzt auch die Folge. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denne und ciao.